Hallo, ich bin Micha, der Geschichtenerzähler. Lasst mich euch eine Geschichte erzählen von Pat, dem Kater. Pat ist ein kleiner schwarzer Kater, der in Irland lebt. Sein Zuhause ist ein irischer Pub an einem schönen See. Pat beginnt seinen Tag mit einem Gang durch den Garten und sucht sich einen sonnigen Platz am Seeufer. Dort legt er sich in den warmen Sand, lässt sich die Sonne auf sein Fell scheinen und beobachtet das Treiben der Enten auf dem See. Pat sieht einen Kopf im Wasser, zuerst sehr klein und dann deutlicher und deutlicher. Er ist ganz aufgeregt und neugierig. Es muss ein Tier sein, aber so etwas hat Pat noch nie gesehen. Das Tier schwimmt langsam und vorsichtig auf das Ufer zu, denn es geht ihm ähnlich wie Pat. Es hat auch noch nie so ein Tier gesehen. Das Tier im Wasser ist ein Fischotter, genauer ein Fischottermädchen. Das ist Otti, die den See erkundet und ebenfalls sehr neugierig ist. Otti sammelt allen ihren Mut und geht an Land. Beide stehen voreinander und schauen sich an. Hören wir nun zu, wie sich die beiden kennenlernen. Hallo, ich bin Otti. Und wer bist du? Hallo, ich bin Pat, der Kater. Otti, nun schon etwas ruhiger. Aha, ich bin ein Fischottermädchen. Und setzt sich zu Pat in den warmen Sand. Otti schaut Pat an und beginnt zu erzählen. Ich bin durch den Fluss geschwommen und in den See gekommen. In dem See, wo ich vorher gelebt habe, mochten mich die Menschen nicht besonders. Sie hatten Angst, dass ich zu viele Fische fange. Deshalb versuchten sie, mich zu fangen. Aber ich bin ihnen entkommen. Nun suche ich mir ein neues Zuhause. Ich rieche hier so gute Sachen und ich rieche Fisch. Zeigst du mir dein Zuhause bitte? Pat ganz freudig. Sehr gerne, Otti. Heute ist kein Mensch hier und du kannst dir alles anschauen. Danke, Pat. Vielen Dank. Beide stehen auf und Pat führt Otti durch den Garten zum Stall und zu dem Platz vor dem Haus. Otti schnuppert. Pat, hier riecht es ja so gut. Pat, komm, ich zeige es dir. Die Haustür ist einen Spalt offen und schon schlüpfen beide in das Haus. Otti bleibt stehen und sieht sich um. Das ist aber ein großes Haus und es riecht hier so gut. Ich habe den Fisch gefunden. Otti läuft auf den Kamin zu, fasziniert von dem Duft des Fisches. Pat schreit, halt Otti, nicht auf den Kamin springen, der ist heiß, du verbrennst dir die Pfoten. Und schon ist es passiert. Sie schreit au und springt sofort wieder von dem Kamin herunter. Au, das ist ja heiß. Pat, antwortet ihr, ich hab dich doch gewarnt, aber du hörst mir nicht zu. Er schaut sich die Pfoten an und sagt zu Otti, St. Patrick sei Dank, es ist nichts passiert, Otti. Du hattest Glück. Komm, wir gehen in den Garten und Pat begleitet Otti zum See. Pat, ich danke dir, dass du mir dein Zuhause gezeigt hast und dass du dir Zeit genommen hast für mich. Darf ich dich morgen wieder besuchen? Pat, natürlich darfst du mich morgen wieder besuchen. Ich freue mich darauf. Otti blickt noch einmal zu Pat und schwimmt in den See hinaus. Pat steht noch lange am Ufer und dachte über alles nach, was er heute erlebt hat. So bleibt mir nur noch zu sagen, dass dies sicher nicht das Ende der Geschichte von Otti und Pat ist. Die beiden werden sich bestimmt wiedersehen und ich kann eine neue Geschichte erzählen. Auf bald, euer Micha.